Gut, dann gehen wir rein in Spiel 2. Und dann läuft es diesmal aber mit Vorlegen bzw. Nachlegen, wie beim Elfmeterschießen beim Fußball. Und zwar werdet ihr gleich Markenlogos sehen, die etwas abgeändert sind. Also nicht einfach quasi das Logo direkt raten, sondern es ist ein bisschen abgeändert, dass man natürlich die Marke schon noch irgendwo erraten muss. Wir haben verschiedene Runden. Und wie gesagt, mit Vorlegen und Nachziehen. Das heißt, wer als erstes in einer Runde mehr Marken erraten hat als der Gegner, gewinnt diese Runde. Und man sieht schon an der Punkteanzeige, wer zuerst 3 Punkte hat, also wer 3 Runden für sich entscheiden konnte, gewinnt dieses Spiel. Ich hatte wieder ein leichtes ADHS-Problem, wie bei Memory eben. Wie war das nochmal mit hier, wie beim Fußball, Nachziehen, Elfmeterschießen, irgendwas war da? Ja, genau. Also wir losen gleich aus, wer anfängt. Wenn der aber jetzt zum Beispiel direkt beim ersten falsch redet, hat er nicht die erste Runde verloren, sondern der andere muss dann trotzdem noch nachziehen und dann wirklich mehr erraten als der Gegner. Okay. Und es ist im Wechsel, es ist nicht mit Buzzer oder so. Genau, es ist nicht okay. Mit Buzzer, es ist einfach im Wechsel. Das heißt, Dirk lost jetzt wieder aus, wer anfängt. Perfekt, wieder Kopf. Dann darf Dirk aussuchen, ob er anfängt oder Karl anfangen lässt. Ich guck mir das mal an. Ich lass Karl mal anfangen. Dann darf Lukas auf Start Game drücken, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Da sehen wir schon das, was ich meinte. Das sind natürlich etwas abgeänderte Logos und dann mit Ansagen der wieder Nummer, die da drunter steht, jeweils, was das ist. Und dann beginnt Karl. 0 ist Skype. Schauen wir doch mal. Ja, 0 ist natürlich Skype. Und ist Dirk dran. Muss nachlegen. Wenn er jetzt nochmal zur Erklärung dieser Nachlegeding, wenn er jetzt falsch redet, geht die erste Runde an Karl. Was ist denn das da? Ah, okay. Ja, weil es mir direkt im Auge war. 9 ist Guitar Hero. Dirk sagt 9 ist Guitar Hero. Das ist korrekt. Damit ist wieder Karl dran. Dann sage ich 4 MTV. 4 sagt Karl ist MTV. Korrekt. Ey, aber ich penne jetzt nicht im Schrank. Also Windows ist doch in dem Sinne keine Marke, oder? Das ist doch einfach Microsoft, oder nicht? Oder ist es Windows? Oh Mann, na zickzack. Das musst du für dich wissen und du musst mir auch sagen, welche Nummer du damit meinst, wenn du das lösen möchtest. Nee, Microsoft ist noch was anderes, ne? 1 Windows. 1 Windows, da würde ich jetzt selber sagen, Gott. Nein. Da steht auch Microsoft, das wäre Microsoft gewesen, weil Microsoft das Unternehmen ist. Ich dachte, Microsoft ich denke mal nicht, anderes. Dass mich da ein Notar widersprechen würde. Ich dachte, ich glaub, Microsoft hat Punkt eintragen. Was anderes. Ja. Oh, ich war mir genau. So unsicher, ich hätte es nicht nehmen sollen. Lukas kann gerne noch schnell die Adobe, anderen lösen. Zwei Samsung, Atari, gewesen, Samsung, Atari, aber na zickzack, warum nehme ich es überhaupt? Air Berlin, ich hätte noch so viele After Eight wäre ich raus gewesen. Walmart, genau. Wie viel hättest du gewusst? Ich wäre bei After Eight, Walmart und Target raus gewesen, bei Delta auch. Ich hatte Air Berlin, hatte ich irgendwie türkisch im Kopf und genau sonst bei dir auch. Das also tut auch, so weh. Auch, ja. Das tut so weh. Das hättest du dann wahrscheinlich sogar geholt. Jo, damit die erste Runde an Karl und dann gehen wir in die zweite Runde, die dann diesmal Dirk natürlich im Abwechselmodus beginnt. 0 Pepsi. 0 Pepsi ist korrekt. Dann 3 Adidas. 3 Adidas ist 10 korrekt. 10 Essex. 10 Essex ist korrekt. 7 Dove. 7 Dove ist auch 8 korrekt. 8 Converse. 8 Converse ebenfalls korrekt. 4 Timberland. Oh. Auch korrekt. Von dir kommt ein O, das heißt, er hätte es wahrscheinlich eher nicht erraten. 1 ist Visa. Auch das ist korrekt. 2 ist Knorr. Ebenfalls korrekt, es bleibt nicht mehr viel übrig. 3 Was ist denn das da unten? 3 Bin mir bei 9 ein bisschen unsicher. Bei 6 ebenfalls. Das da unten kann ich nicht so richtig einschätzen, ne, muss ich sagen. Was ist denn nochmal die 5? Oh, ich hab
das echt schon oft genug gesehen, ne? Was ist das? Irgendwie Kerzen oder was? Boah, ich bin mir... Nehme ich jetzt, gehe ich auf den 9 Gamble oder auf den 6 Gamble, ist die Frage. Ja. Langsam aber sicher. Also, ja, ich warte auf eine Zeit, Uhr. Aber möchte ich, warte auf eine Uhr. Ich, ja, und dann gebe ich dir jetzt 30 Sekunden. Okay. Mann, ey, also wenn es das nicht ist, sieht es dem so krass ähnlich. Dann löse ich jetzt 6 ist Lays, diese scheiß Chips. 6 sagt Dirk Lays und das ist korrekt. Okay. 5 ist Yamaha. Absolut korrekt, okay, damit ist Dirk wieder dran, schnell den Druck erhöht. Ja. Ja, 9 ist irgendein Auto, das ist klar. Dann gebe ich Dirk ab jetzt mal eine Minute, wenn er einen Timer will. Was zur Hölle ist 11? Elf bin ich wirklich raus, ne? Habe ich also gefühlt noch nie gesehen. Da wird gleich was stehen und ich denke mir, aha, aber keine Ahnung. 9 ist ja ein Drecksauto. 30 Sekunden noch. Aber was es ist, kann ich euch nicht sagen, ehrlich gesagt. Das sieht, glaube ich, anders aus. Ich habe die ganze Zeit irgendwas im Kopf, aber ich möchte es nicht lösen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, neun, drei, zwei, Maybach. Neun Maybach, das ist Lancia, nicht korrekt, Amanda, das ist Lancia. Aber jetzt bin ich gespannt, ob Karl weiß, was 11 ist. Und die 11? Zielregel, genau. Karl muss jetzt die 11 noch lösen. Shoutouts gehen raus an Ehrenmet, Linkin Park. Das was? Ist tatsächlich korrekt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ey. Krass. Damit geht die zweite nicht, Runde auch nicht an Karl. Und er hat jetzt in der dritten Runde, wo er wieder vorlegen muss, eine Matchballrunde für ist sich. Ist auch krass, dass ich Maybach lösen will und es ist Lancia einfach so, ne? Ich hätte Dacia gedacht oder sowas. Ich war mir auch nicht sicher. Ich habe auch der Schriftzug, ich konnte den Schriftzug nicht einpassen. Also im Nachhinein logisch, dass es was Kurzes ist, weil das alles andere würde krass dumm aussehen. Aber Linkin Park, ohne Scheiß, wer, ich guck kurz in den Chat, wer hat noch nie dieses Logo gesehen? Eins in Chat, bitte. Also, ich hab's noch nie gesehen. Wirklich nicht. Na gut, es sind etliche Einsen, dann bin ich ja zufrieden. Aber ist okay, ich hatte schon ein bisschen Glück. Yamaha wäre ich schwer drauf gekommen. Timberland hätte ich gar nicht gehabt. Bei Knorr war ich kurz vor Sprite zu sagen. No joke. Ich dachte schon, ich... Ah, okay, alles klar. Nee, Timberland hätte ich nicht gehabt. Timberland hätte ich nicht gehabt. Nee. Krass, okay. Kein so ein Timberland. Du hast nicht BWL studiert. Noch nie besessen. Noch nie Timberland besessen. Du hast kein BWL studiert, stimmt. Gut, dann gehen wir rein in Runde 3. Wie gesagt, Karl fängt an und Matchballrunde für Karl. Mhm. Das ist interessant. Dann fangen wir mal mit der 0, mit Lacoste an. Ist korrekt. 1, Fisherman's Friends. Auch das ist korrekt. 5, Chupa Chups. Oh, ebenfalls korrekt. Zum Glück hast du den weggenommen, Alter. Scheiße. 11, Eurosport. Oder das RIN-Logo, kann beides sein. Ah, okay, Eurosport. Ja, also es war klar natürlich ein Witz, aber... Ich hätte dann schon gerne eine deutliche Antwort, wirklich, dann auch. Ja, ist okay. Sonst gibt's noch hier irgendwelche Rigged-Vorwürfe oder so. Ist okay, Steven. Ist okay. 8 ist NASA. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Jo, ebenfalls korrekt. Was habe ich denn eben gesagt? Ich hatte eben schon wieder so einen Fehler. K ist Kodak. Also 7 ist Kodak, sorry. 7 ist Kodak. Danke.
Und das ist tatsächlich nicht korrekt. Das ist Kawasaki. Oh und Gott! Da Karl vorgelegt hat, ist das das 3-0 für Karl so und er entscheidet das ist so Spiel 2. Ich nehme die ganze Zeit irgendwie Sachen, obwohl ich noch andere gehabt Champions hätte. Champions League, Nvidia, dann aber haben wir noch. Ach, das wäre jetzt wirklich Champions League gewesen. Genau, dann haben wir, genau, Nikon, Budweiser, Logitech und Stabilo. Ja. Genau. Das ist so ja dumm, dass ich beide Male eins löse, obwohl ich noch andere gehabt hätte. Also Champions League hätte ich nicht gewusst, Budweiser hätte ich nicht gewusst und Kawasaki hätte ich auch nicht gesehen. Und Logitech vielleicht. Ne? Das war wieder so ein Microsoft-Windows-Ding. Wusste ich jetzt wieder nicht, wenn ich Champions League sage, ist es falsch? Ist Champions League eine eingetragene Marke oder ist es dann doch wieder was anderes? Hör auf, ey. Ja, scheiße. Ja, das war eine schnelle Nummer. GG.